I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list. Die Alexa war echt praktisch auch für euren Adventskalender da. Absolut. Ohne Alexa hätten wir es gar nicht geschafft. Ja, Alexa hat uns auch gerade den Allerwertesten gerettet, weil ich habe hier, die Kabel zeige ich euch nachher noch, der Hammer. Hier sieht es aus wie beim Pempels unterm. Wie heißt der? Nein, Quatsch, aber wir haben hier echt, also ZDF können Sie verstecken. Steven Spielberg. Für Camper. Nicht für Arme, das soll jetzt nicht disqualifizieren. Nein, für Camper. Oh Mann, oh. Schönen Weihnachtsabend wünschen wir euch. Ja, eine schöne Weihnachtszeit. Weihnachtsabend. Ich habe zwar keine Ahnung, ob die Alexa jetzt zu laut ist und man dich gar nicht hört, aber ist schön. Ich glaube, die ist laut. Ist denn laut? Alexa leiser. Alexa leiser. Alexa aus. Seht ihr, es klappt mit der Alexa. Entschuldigung, wollt ihr nicht unterbrechen? Das haut rein. Die Alexa macht echt. Ist erst mit der Frau, die macht, was du sagst. Das ist, glaube ich, die einzige Frau. Ich glaube, das ist die einzige Frau, die sagt, was ihr macht. Nicht ihr. Die sagt, was ihr macht. Also, wir sind willkommen okay. Im Reich der sächsischen und freudischen Versprecher. Genau. Und schön ist. Ja. Schön war's. Und schön war's. Ja, schön war's. Was war schön? Das Jahr war toll. Das Jahr war sehr ereignisreich. Und trotzdem toll. Ja, am Ende soll es auch so laufen. Ja. Am Ende eines Jahres, dass man sagt, ich bin zufrieden und wir haben ein paar schöne Highlights erlebt. Und ja, also euch muss man jetzt nichts mehr sagen. Das ist ja gegessen. Es soll ja jetzt keine für euch oder über euch oder über mich Sendung sein. Nein. Wir haben einfach gesagt, wir setzen uns zusammen und trinken aus der Mika-Tasse ein. Prost. Prost an euch. Prost auf euch, mit euch. Einen guten Glühwein. Aus dem Glas. Ja, ist sehr lecker. Ja. Mein Freund. Meine Freundin. Ich liebe sie wirklich. Wir dich auch. Und das ist schön, das zweite Weihnachten hier in Dinkelsbühl zu Hause. Ja, zu Hause. Das macht schon Spaß. Ja. Bei uns ist viel passiert, ja. Euch konnte man teilweise mitnehmen auf eine Reise, die natürlich immer geprägt war von einem besonderen Thema, das uns alle erwischt hat. Jetzt machen wir mal einen auf Markus Lanz hier. Man nannte es Corona. Man nennt es leider immer noch. Jetzt ändert sich ja der Name. Ja, wobei ich muss sagen, gut, man redet sich leicht, aber ich muss ja gestehen, klar ist alles schlimm, ist alles wild, aber man kann sich schon auf ein paar Dinge einstellen. Also natürlich ist es dramatisch, natürlich ist es katastrophal und es birgt auch immer viele Umstände. Aber man kann ja trotzdem immer aus jeder Situation das Beste rausholen. Und das ist jetzt nicht so, wenn man jetzt keinen Krankheitsverlauf hat, dass man jetzt groß eingeschränkt ist oder sonst was. Klar, man muss eine Maske tragen, ja, man muss einen Ausweis zeigen. Finde ich persönlich jetzt nicht ganz so dramatisch. Mein Gott, man gewöhnt sich auch dran, genau. Und deswegen kann ich mich ja trotzdem noch frei bewegen und kann mal essen gehen oder alles gut. Also ich finde es jetzt... Ja, bei der Gelegenheit, genau um das auch mal einzunivellieren, man muss auch wirklich sagen, vielen geht es so viel schlechter als uns. Genau. Und da muss ich nicht weit schauen, da kann ich vor die Haustür schauen, da kann ich in unsere Camper-Community schauen. Fühlt euch alle echt umarmt und gedrückt für die Leute, die echt leiden. Egal an was, mit was, durch wen, ist immer schlimm, dafür sind wir nicht da. Ja, allein wenn ihr überlegt, was wir jetzt die letzten, sage jetzt einfach mal grob, die letzte Woche alles an Hiobsbotschaften erfahren haben, schlechten Leidnachrichten, menschlichen Leid, wo ich sage, und das hat jetzt gar nichts mit Corona zu tun und da geht es ganz vielen Menschen viel, viel schlimmer und da sind wir immer noch auf der Sonnenseite des Lebens und das finde ich eigentlich toll. Man konnte ein bisschen was tun, man konnte ein bisschen was geben. Ja. Frank D. fällt mir da jetzt gerade mal ein im Zusammenhang mit euch und mit das Thema Ahrtal. Gewesen, Ahrtal. Ja. Denen stand das Wasser bis zum über Hals. Dem Hals. Bis über dem Hals, ja. Und zu diesem ganzen Thema eben, das ist wirklich schlimm. Und ich glaube, denen Menschen geht es auch jetzt immer noch nicht so richtig gut. Ja. Und, genau, also ich denke, da ist das, was du jetzt gerade gesagt hast, genau das Richtige.
Also ich bin ehrlich, ich, wie ich das gesehen habe, wie wir da dort waren, ich bin echt erschrocken. Ja, schlimm. Also ich bin erschrocken. Mir war die Gänsehaut am ganzen Körper gestanden und ich habe gedacht, boah. Ja, es war schlimm, war wirklich schlimm. Und es ist noch schlimm? Und es ist immer ist immer noch schlimm. Viele fahren immer noch regelmäßig rüber oder leben schon teilweise ganz drüben. Man kann es auf Insta ein bisschen verfolgen in der Community, da auch jedes Wochenende, jede freie Minute verbringen und nach wie vor den Putz von den Wänden klopfen. Und da ist noch viel Putz an den Wänden, der weggehört. Ja. Nur ein Beispiel. War ja auch nur ein ganz kleiner Teil, wo man da dazu beigetragen hat. Aber man hat versucht, was getan, dass man da was dazu tut. Ja. Aber dennoch ist es schon echt schlimm. Ja, und das eigentliche Schlimme war ja eigentlich, wir waren dort und eigentlich hast du immer das Gefühl, müsstest noch mehr tun. Ja. Das ist immer dann. Ja. Das ist der Tropfen auf dem heißen Stein. Ja, ja, wirklich. Also von dem her. Aber ein schönes Gefühl, was tun zu können, das sehe ich auch unsere Arbeit mittlerweile so. Also ich sehe es eigentlich immer schon so. Mhm. Man trägt ein bisschen dazu bei, dass alles transparenter wird. Wir sind ja mal ganz ehrlich, nur durch unsere Arbeit, durch meinen YouTube-Kanal. Und die lieben Kollegen, die jetzt dann kommen. Und die lieben Kollegen, wo da noch kommen. Nur durch solche Dinge ist ja möglich, damit man viele Menschen erreicht und überhaupt eine Kleinigkeit dafür tun kann, in Form von Spenden, in Form von irgendwas. Ja. Und da seid ihr natürlich maßgeblich beteiligt, weil ihr natürlich dann auch euch, befähigt fühlt, da ein bisschen mit beizutragen. Und das Ganze gibt uns die Möglichkeit, dann auch was zu helfen. Und das ist schon mega. Ja, das ist schön. Die ganze Community da, das finde ich schon toll. Ich habe jetzt einen Begriff gehört von nach vorne denken. Mhm. Und das stimmt ja auch. Mhm. Kann man jetzt wieder alles außenrum reininterpretieren. Aber für uns geht es eigentlich immer nach vorne. Mhm. Rückschritte und gewisse Einschränkungen, die hat jeder. Und Hiobsbotschaften, das ist ja schlimm genug, aber das ist halt auch das Leben am Ende. So nüchtern man das auch betrachten muss und kann. Und ich finde das immer so beispielhaft. Wir haben einen kleinen Wettbewerb übrigens ausgerufen per WhatsApp. Ein paar liebe Kollegen und Freunde angerufen, schickt uns eine kurze Sprachnachricht oder eine Videobotschaft und grüßt die Zuschauer. Da habe ich gesagt, grüßt bitte nicht mich oder uns, sondern macht was für die Zuschauer und erzählt vielleicht euer schönstes Erlebnis in diesem aktuellen Jahr. Einfach in ein paar Stichwörter, da hören wir uns jetzt auch gleich was anderes als kleiner Veranstaltungshinweis zwischendurch. Wir haben jetzt untereinander ausgemacht, weil wir könnten stundenlang mit euch quatschen. Das ist ein mit euch quatschen. Wir quatschen, aber wir quatschen sowieso so viel den ganzen Tag, dass ihr euch ständig von der Arbeit aufhält. Also nein, so ist es nicht. Jeder hat auch sein Programm. Ich schlafe meistens tagsüber im Auto. Nein, das stimmt doch gar nicht. Komm dann gar auf einen Kaffee und einen Glühwein. Du arbeitest viel. Ja, weißt du, das Arbeiten ist auch im Bett liegen und 300 Kommentare durchzuscrollen. Halleluja. Ist ja egal, wo man das macht. Danke für diesen Input. Ich habe jetzt mal gelesen, in 5 Jahren waren es, da kriegen wir immer von YouTube so Statistiken, weit über 36.000 Kommentare. 36.000? Ja. Die hauen dir die Zahlen dann in so einem Jahresbericht quasi, hey, du bist der beste YouTuber der Welt, kriegst du so ein... Ich warte immer noch, dass der mal klopft hier und den Button bringt. Den bei 100.000? Keine Ahnung. Ist ja auch scheißegal. Es ist wirklich scheißegal. Kann aber doch gar nicht klopfen. Geil ist ja auch, wenn man irgendwie den Titel schon so gestaltet, dass alle reingucken. Das hat man jetzt wieder gemerkt, wenn man mal was Privates sagt. Und ich mache jetzt dann auch nächstes Jahr das billigste Wohnmobil, das geilste Wohnmobil, nein, das tollste Wohnmobil, nein, die längsten Wohnmobile Europas. Nein, alles muss lang sein. Aber ganz kurz, er war vielleicht schon mal da und hat schon mal geklopft. Bloß er konnte nicht klopfen, weil du wieder woanders warst, weil du ja immer stimmt. unterwegs bist. Also wenn man einen Button fahren sieht, halte den. Ich glaube, der war auch. Ich wollte ja damit sagen, um das geht's gar nicht. Ich werde oft gefragt, hey Tobi, 5 Jahre, 30.000 Abonnenten. Ja und? Also ich mache extra die Pause. Eins habe ich erklärt, es geht ja gar nicht um die Abonnenten. Die, klar, ist schön, wenn man natürlich Abonnenten hat. Klar, ist schön, wenn du Abonnenten hast, wenn du viel Klicks hast. Aber es geht jetzt nicht darum, wer hat die meisten Abonnenten oder wer hat das, sondern es geht um den Stil und um gewisse Nachhaltigkeit. Genau, ganz genau. Und da bin ich immer stolz, dass es klappt und das ist einfach schön, egal wie sie alle heißen. Da muss ich jetzt an der Stelle meine Partner grüßen und euch geht es ja genauso, weil wir das Video gesagt haben, auf beiden Kanälen rausblasen. Da gibt es so viele Menschen zu grüßen und zu danken und zum Mitnehmen auf die Reise. Mhm. Da bist du echt platt, sorry, wenn man da nicht jeden Einzelnen erwähnt und so weiter. Aber ich glaube, das ist stößt auf Verständnis. Das trifft den Nagel auf den Kopf. Diese Kette, die funktioniert, das Netzwerk, dass es dann auch funktioniert, dass die Firmen vor Ort sich ein bisschen zusammenreißen, gilt für einige auch immer. Es ist ein anderer Druck, wenn du da... in der Öffentlichkeit stehst. Mhm. Das tust du ja automatisch. Wir stehen in der Öffentlichkeit. Du weißt auch, wie das ist jetzt mit deinem Kanal.
Obwohl ich ja noch ganz Technikgeschichte, klein bin. Aber trotzdem, du hast ja wahrgenommen, wie die, ja. Du musst jeden Tag dein Mann, Frau divers stehen. Ja, genau. Unbedingt. Es wird, immer geguckt. Ich denke schon. Es wird immer geguckt und der Zuspruch ist auch mega schön. Also das ist auch das. Und es tut einem im Herzen weh, wenn man wirklich Leute gerade nicht verarzten kann oder auch jetzt mal voll ist. Und das ist schwer. Ich sag das auch immer. Wir unterhalten uns da ganz oft drüber und es kommen ja durch unseren Kanal und durch natürlich viele Mundpropaganda unheimlich viel auf uns zu, was ich mega, mega toll finde. Aber wir sind natürlich sicherlich am Wachsen, aber es geht ja nicht alles auf einmal und das tut einem echt im Herz weh, wenn du nicht wirklich jedem helfen kannst. Ja. Das ist manchmal so, ist so schlimm, aber der Tag hat aber halt man muss einfach sagen, es läuft halt einmal so. Ja, das ist verrückt, aber wie gesagt, wir haben nur zwei Hände, die Woche hat nur 7 Tage, das Jahr hat nur 375 Tage, es geht nicht mehr. Man kann sie ja nicht erweitern bis ins Endlose jetzt, weil es gerade so ist und dann sitzt du da und wenn du die geilste Halle hast, bringt dir das noch gar nichts, du brauchst die geilsten Leute. Die Leute dazu. Ja. Und das ist halt auch nicht immer so einfach. Aber jetzt möchte ich wissen, was dein Highlight des Jahres war. Oh shit, ich habe gedacht, du fragst nach 3 Highlights und 3 Sachen, wo ich mir gedacht habe, hä? Nee, das wäre zu einfach. Wollen wir erst, frag mich nochmal nach Negativen. Was Negatives? Echt, das Negative müssen wir auch sagen? Ja, also das einschneidendste Erlebnis. Dann frage ich dich nach dem einschneidendsten Erlebnis. Das war der Unfall. Ja, glaube ich dir. In der Anfahrt hierher. Also ja, das begegnet mir echt so häufig. Ja. Ich habe mein Fahrverhalten nochmal entschärft. Lass da gar nichts mehr drankommen. Also das ist wirklich so, wenn du die Augen zumachst und diese Situation dort nochmal einblendest, haben auch viele erlebt. Und ich muss immer jeden Feuerwehrler oder Erste-Hilfe-Menschen bewundern, dass du das so ganz wegstecken kannst. Das glaube ich nie, aber verarbeiten kannst, das leben kannst damit. Mir reicht dieses eine Mal und ein paar Sachen vorher schon, aber das war wirklich, ich setze mich wieder wie im Sicherheitstraining richtig in den Sitz, damit ich durch die große Scheibe nicht rausfliegen kann, hoffentlich. Aber es ist jeder Kilometer ein Risiko, die Leute sind rücksichtsloser, unverschämter, egoistischer geworden, sage ich mal ganz klar, das verbinde ich damit. Und ich hoffe, dass, aber die Hoffnung stirbt zuletzt, dass sich das irgendwann mal ein bisschen wieder kultiviert. Also, ich kann das auch echt bestätigen, weil ich kenne dich jetzt, ja, von der Zeit her noch nicht so lang, aber dennoch aber intensiv. Sehr intensiv. Wir kennen uns sehr intensiv. Wie du an dem Tag hier ankommen bist, also so kreidebleich und so fertig habe ich dich noch nie erlebt. Also das war schon sehr... Das ist echt, denk da ganz, ganz, ganz. Ich glaube das aber auch, weil wenn du das so hautnah miterlebst, ist das schon sehr, sehr einschneidend. Und trotzdem die Hilflosigkeit, dass du in dem Moment gar nicht recht viel mehr tun kannst, als eine Decke vorhalten. Ja. Das ist dann echt so ein Punkt, wo du denkst, ey... Ja, und dann noch ein zweites war jetzt die Geschichte, ich möchte nicht nochmal einen Querverweis auf die Sendung machen, das musst du raus und das, da habe ich ja alles gesagt dazu. Das geht gar nicht. Das ist auch nur ein Beispiel für vieles, da kam so viel Post rein und so viele tolle Sachen. Es waren genau 2 Vollkoffer am Kanal mit ihren Kommentaren. Sorry, aber Vollkoffer ändert eure Kanalname, wenn die noch frei sind. Super geil. Ich habe mich direkt gefreut, dass das gleich die ersten waren, weil danach kamen Dutzende geilste Sachen und echt... Jeder von denen tut gut, lädt den Akku auf und so geht es uns auch immer. Das ist auch ein Gefühl, eine Gefühlsachterbahn. Ob jetzt 3000 Leute gucken oder 30.000 gucken. Ist egal. Ist egal. Schaut ihr nur, dass YouTube, ganz ehrlich, ich weiß nicht, was haltet ihr davon? Diesen mag ich nicht, das Verhältnis nicht mehr zeigt. Du siehst nur noch Likes. Finde ich auch schade. Ja, entweder beides nicht oder beides. Finde ich auch. Transparenzsache. Manche haben es ja von vornherein ausgeschaltet, genau wie Abonnenten, da kannst du gar nichts sehen. Aber das finde ich auch ein bisschen schade. Das obliegt ja dem Kanalbetreiber, ob er es ausschaltet oder nicht. Dann Jetzt nicht mehr. Jetzt haben sie das, mag ich nicht verboten. Genau, und das finde ich ein bisschen schade, weil ich auch sage, das Verhältnis finde ich ja schon interessant. Ja. Und es ist eine Transparenz. Weil wir sehen es ja noch, aber... Ja, jeder für seinen Kanal, klar. Wir machen jetzt immer eine Sendung nach der Sendung. Eine Sendung nach der Sendung. Wie schlecht es war oder wie gut es war. Genau. Naja, also ganz stolz, das ist ja auch wieder dank der Zuschauer. Diese Quote ist halt einfach wichtig. Das ist schon ein Puls von uns, die das machen. Und da spreche ich auch, glaube ich, alle aus dem Herzen, die in der Gilde da mitproduzieren, machen, tun. Wir haben ja alle nichts Gescheites gelernt.
Nein, stopp! Doch, ich kenne einige. Nein, ihr wisst, wie ich es meine. Es gibt doch einige, die was. Ihr wisst, wie ich es meine. Nein, die kennen mich ich doch. Ich hab was gelernt. Ja, ich ja auch mehrere irgendwann einmal. Doch, schlafen im Wohnmobil. Nein, aber du weißt, was ich meine. Ja, glaub, ja. Die verstehen mich alle richtig. Ja, ja. Da sind einige hochdotierte Menschen dabei, die aber jetzt ihr Glück in YouTube gefunden haben. Habe ich es jetzt um die Ecke gebracht. Ja, gerade so. Aber wenn du da hinschaust und siehst halt so über 95%, dann ist das alles gut. Das ist wirklich, dann hast du den Zeit getroffen, du hast dann jetzt Maul verbrannt. Es ist ja immer eine Gratwanderung, da muss ich dich noch mehr bewundern. Ich bin ja der unverbindliche Flachser da draußen mit furchtbar schleimigem Gehabe manchmal. Manchmal kann ich mir selber nicht hören. Aber das ist ein Schaufenster. Das, was wir früher und jetzt natürlich auch noch gedruckt jeden Monat bekommen als Camper an Fachmagazin, es ist nichts anders. Ja. Aber dennoch finde ich ist halt, finde ich, das Verhältnis wichtig, weil daraus kannst du ja trotzdem ablesen, genau, ob du für dich jetzt, für deinen Kanal, das Richtige tust und magst. Das und Gefühl ob du dich passt. Das Gefühl ja passt. Oder ob ja man sich da ein bisschen umstellen oder ja was ändern muss. Und darum finde ich das schon schade, dass sie es ausgeblendet haben. Also ich finde es auch schade. Schade ist aber gar nicht, weil wir haben in dem Wettbewerb ja ein paar lustiges. Es ist kein Wettbewerb. Quatsch, es ist kein Wettbewerb. Also danke an alle, die jetzt heute 121 WhatsApp geschickt haben. Du hast ja aber auch 122 rausgeschickt. So macht man das nämlich. Und 10 davon mit mir, oder? Wenn man, ja, die habe ich auch ein paar geschickt. Aber weißt du was, man, ich meine, ich muss das ganz kurz loswerden, weil das gehört zu meinem schlechtesten, also meinem negativsten Erlebnis, will ich nicht sagen, aber ziemlich prägende, dass der Tobi mich doch geschlagen hat auf Instagram. Ja, aber das können wir ja bis zum Ende des Jahres noch ändern. Das macht mir echt fertig, dass er mehr Abonnenten auf Instagram hat, obwohl er die ganze Zeit hinter mir war. Und das sind schon nicht viele. Okay, da mache ich jetzt gleich ganz schnell einen Aufruf. Wenn ihr jemanden kennt, der jemanden kennt, der kein Abo auf Insta, bitte macht. Das tut uns nicht leid. Müsst ihr Caravan abonnieren? Bitte. Bis zum 31.12. Und natürlich Camper Tobi, aber mindestens mit 10 an zweiter Stelle. Mit 10 Abonnenten vor dem Tobi sein. Weißt du nicht, was ihr habt? Helft's uns. Doch, das kriegen wir hin. Das ist mein Weihnachtsgeschenk, was die Zuschauer mir schenken. Das ist so ein interner Spaß, den wir machen. Genau. Wirklich nur Spaß. Also ja, natürlich. Ich was kann auch. Nein, natürlich Spaß. Das kriegen wir hin. Ich kann auch. Ich muss mich nochmal outen. Es gibt eh nichts mehr, was ich noch nicht gesagt hätte am Kanal, aber ich kann nicht Panflöte spielen. Ach, da war ja was. So geil, dass du vom Gefühl her sagen kannst, die mich kennen, die wissen, er hat wieder seine spinnerten 5 Minuten gehabt. Aber schön was. Und gelacht haben wir. Und viele auf Instagram, die denken jetzt echt, ich kann Panflöte spielen. Ich kann es nicht. Es also, war Playback. Aber Full Playback. Hast du gut gemacht? Also ich war überrascht. Es war ein Kerzen. Gut imitiert. Schwibbogen. Es war ein Kerzenteil. Moderner Schwibbogen. Marco Hildebrandt. Euch allen bekannt als der Pilotenverkäufer. Mhm. Ein ganz, ganz super Typ. Der übrigens nicht Marco Hildebrandt, sondern Marco Sander heißt. Aber ich habe den unter Marco Hildebrandt, damit ich habe drei Marcos. Zuordnen kann. Und wenn ihr ihn nicht kennt, seid ihr selber schuld, weil er ist bei uns im Herzen wie alle anderen. Ja, er ist einfach ein ganz lieber Kerl, muss ich ehrlich sagen. Ein super, super Mensch. Marco, wir lieben dich. Und der hat 4 Versionen eines Videos geschickt. 4? Ja. Und nachdem ich ja ungern schneide, probieren wir das mal. Hallo, liebe Campergemeinde da draußen. Hier ist der Marco von Automobile Hillebrand, Mobil Center Hillebrand. Die einen oder anderen kennen mich vielleicht durch die Videos, die wir mit Tobi machen. Wir wünschen euch von der Firma Hillebrand, das heißt natürlich von der kompletten Crew sowie von den Chefs, ein frohes Fest, einen guten Rutsch, euch und euren Familien viel Gesundheit und ein schönes Jahr 2022. Leider gab es ja in diesem Jahr, auch wird uns das nächste Jahr noch treffen, die eine oder andere Einschränkung, wo ich aber sagen muss, Messe Düsseldorf etc., wo wir es dann noch relativ gut handeln konnten. Tobi hatte gesagt, ich soll mal das ein oder andere vielleicht sagen, was positiv war, was auch nicht so positiv war. Das ist jetzt wirklich mal so aus der Hüfte rausgeschossen. Wie Tobi immer gerne sagt, herrlich unperfekt. Und als erstes richtig positiv
muss ich ganz klar sagen, nicht nur die Zusammenarbeit mit Tobi, wir haben auch immer viel Spaß, auch bei den Videodrehs, die wir für euch hier machen. Na, Tobi, du wirst dich noch an dieses Schildchen erinnern können. Ich hab's noch nicht gesehen, Leute. So geil. Wir haben natürlich immer einen Platz für ihn frei und haben dann dementsprechend auch die Plätze freigehalten. Ja, ja, was super war letztes Jahr, muss ich ganz klar sagen, Messe Düsseldorf, dass das Ganze stattgefunden hat. Jetzt nicht nur aus Vertriebszwecken, sondern auch wirklich einfach wieder Kontakt mit den Menschen herzustellen, den Leuten wieder vernünftig Auge in Auge was zeigen zu können, Fahrzeuge vorzustellen, etc. Das war schon, war echt schön. Hat gut getan, ja. Nicht nur das, sondern die ein oder anderen kennen diese Karte. Der Parkhaus weiß, wie geil. Das geht raus an unsere P1-Crew, die wir dort haben. Ich vermisse euch. Süß. Freue mich, euch wiederzusehen. Schöne Abende dort verlebt. Viel Spaß gehabt, schöne Videos gedreht. Sich einfach mal wieder unter Leute kommen, sich untereinander auszutauschen. Klasse Geschichte. Ja. Ja, auch wenn wir ein bisschen Schlechtwetter hatten. Aber das stört ja den Camper nicht. Ja, was nicht so schön war, ich glaube, brauche ich nicht weiter darauf eingehen. Viele wissen es, aktuelle Liefersituationen durch Corona, Teileverschiebungen, Corona selber, viele Absagen, Beschränkungen etc. Aber auch da, wir schaffen das, wir gehen da zusammen durch und wir drücken die Daumen und hoffen, dass es 22 besser wird, trotz neuer Varianten etc. Wir werden das Kind schon schaukeln. Kleine Entschuldigung von meiner Seite noch aus. Es geht nur weiter. Geht nur weiter. Welche, die von Tobi quasi mal rübergekommen sind, kurz auf unseren Kanal, hatten auch angefragt, wie sieht's aus, kannst du neue Videos einstellen, etc. Kann ich, habe ich auch vor, definitiv. Es war zeitlich wirklich einfach so eng getaktet dieses Jahr, dadurch, dass auf dem Wohnmobilmarkt so extrem viel los war, dass es einfach nicht zu handeln war. Tut mir leid in diesem Sinne, da entschuldige ich mich schon mal für. Aber dieses werden wir natürlich nachreichen für euch und werden da auch noch das ein oder andere machen. In diesem Sinne, Grüße geht einmal raus an den Livestream, an alle, die dort sind. Und ich wünsche euch und euren Familien ein frohes Fest, einen guten Rutsch ins neue Jahr, viel Gesundheit für das Jahr 2022 und wir sehen uns spätestens in Düsseldorf. In diesem Sinne, macht's gut und bleibt gesund. Also muss ich ganz ehrlich sagen, Marco for President, Marco ab in die Politik. Du sitzt hier wie so ein Landrat oder Bürgermeister von der Paderborner Ecke. Total der Hammer. Natürlich, wer jetzt den Marco kennt, so wie wir, das war jetzt die Official Version, dem geben wir nur ganz kurz ein paar Sekunden. Ich wusste selber nicht, dass das so lang ist, aber der macht das, der haut das raus, du. Ja, Wendler macht das anständig. Und es geht auch so. Fröhliche Weihnachten. So, das ist Marco Teil 2, aber es wäre ja nicht der Marco, wenn er nicht mindestens 3 Teile geschickt hätte. Von dem her kann man auch noch die Variante kurz nehmen. So, nochmal dabei sein, nochmal frei sein. Nächste Runde geht rückwärts. Vorbereitung für ein nettes Video mit dem Tobi. Ich wollte zwar ganz und gar nicht, dass ich irgendwie angesprochen werde, aber vergelt's Gott und danke. Und das Letzte ist... Das muss ich einfach mal loswerden. Die Standheizung ist an. Wo ist sie? Er meinte mit der Sonne, die Mika sehen es gar nicht. Immer noch alles gefroren. Das ist der Marco, den wir kennen. Ich bin bekloppt. So viel zu Marco, vielen Dank nach Paderborn. Es ist schön, ein paar Leute zu hören. Ja, mit dem Marco haben wir viel gelacht. Kurze Unterbrechung, wir haben mit allen echt viel gelacht. Ja, ja. Mega, Happy mega. Camping ist gegrüßt, es sind alle gegrüßt, die... Alle. War einfach nur mega. Traumhaft schön. Also ich freue mich auch schon wieder. Trotz des schlechten Wetters haben wir es echt ganz gut hingekriegt. Ja. Oder? Also war mega, mega ja. Session. Also es war einfach toll. Also ja. Und wie der Marco schon richtig sagt, einfach die Menschen mal wieder in die Augen zu gucken, mal wieder Kontakte zu haben. Ja. Und mega, mega toll. Also es war einfach schön. Ja.
Ich habe ja noch ein paar Stimmen, die sollten wir uns auch anhören. Jetzt kommt definitiv eine reine Sprachnachricht und zwar von Lutz. Lutz stellvertretend für alle. Ich sage immer, er ist der Superfan und Buddy und Kumpel und Inner Circle und die Dagmar dazu. Und ich lege auch im Jahr 2-3 Mal an. Danke für die Rouladen. Danke auch an Solvio, den Sponsor. Und hallo, liebe Camperinnen und Camper. Ich bin der Lutz, der ein oder andere mag mich schon kennen. Ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und bleibt vor allen Dingen gesund. Das ist das Wichtigste. Ich wünsche euch und uns, dass wir im nächsten Jahr wieder frei campen können, ohne irgendwelche Einschränkungen. Ja, das wünsche ich allen zusammen. Und ja, mein schönstes Erlebnis dieses Jahr war ein super schöner Urlaub mit meiner Frau am Gardasee und am Achensee. Schön. Bis dahin, bleibt gesund. Danke, Lutz. Tschüss. Danke, Lutz. Lutz. Das ist der Lutz, total chillig. Ich sehe ihn voll mir. Das war jetzt dann für mich. Datenschutz. Und da flackt er dann schön nach der Arbeit hier und hat das ganz chillig gesagt. Danke. Ja, er ist echt. Das sind alles Originale auch. Ja, und total lieb. Also das ist auch so schön, weil die alle so authentisch sind und so lieb sind. Und so sind sie einfach. Und das macht die Camper-Gemeinde ja irgendwo wieder aus, weil die Camper, finde ich mittlerweile. Also die richtigen Camper, die sind schon ein spezielles Volk. Also das sind schon ganz, ganz besondere Menschen im positiven Sinn, wo es unheimlich Spaß macht und einfach alle Freunde sind. Wir haben Glück, dass wir uns in dieser Branche bewegen können und dürfen. Mhm. Ist schon so. Ja. Die Abwechslung, die dahinter ist, ist immer wieder spannend. Absolut, absolut. Was du in der Werkstatt jeden Tag neu entdeckst. Ja, aber auch da unheimlich viele schöne Dinge, also wo man ganz tolle Kontakte hat und viele schöne Sachen erlebt. Natürlich passiert auch mal was, natürlich ist auch mal was Schlechtes dabei. Ist so. Ich sage immer, wo arbeitet wird, Menschen machen Fehler, das ist nun mal so. Wir stehen zu unseren Fehlern, wir korrigieren das. Aber letztlich, wir haben noch nicht einen einzigen Kunden gehabt, wo es ein unlösbares Problem gab. Nein, also auch keinen Kunden, egal, ob es in der Reklamation war oder egal, ob es, ich habe keinen Termin, keiner böse, im Gegenteil. Ja. Also muss ich echt sagen, alles tippitoppi. Und ich spreche da, oder wir sprechen da immer sehr offen drüber, über Reklamationen, weil das ist ein Thema, wo halt einfach passieren kann. Das ist nun mal so. Man muss es einfach nur in Grenzen halten, man muss die Hand drüber halten und man muss danach anständig damit umgehen. Und dann kann man mit jedem Menschen normal drüber reden. Und das ist mit die Camper super schön. Ja. Weiter geht's in der Nachrichtendurchsage Orgie vom lieben Günther aus Lünen von Reisemobil Hartmann. Auch ein die ganze Familie, also das sei an Weihnachten, da darf man ruhig nochmal ein bisschen drauflegen auf meine Lobhudelei. Oder Loberei? Loberei. Lobhudel ist ja das, was man selber abholt. Mhm. Muss man ab und zu mal machen. Gehört auch dazu. Ja, braucht man Das ganze Jahr machst du was im Sinne der Community. Mhm. Du zeigst Sachen. Es wäre einfach rotze langweilig, wenn du die 2000. Truma-Heizung abgefilmt hast und vorgestellt hast, dann kannst du nur, also ich könnte ohne diese direkte Ansprache des Ganzen und dem positiv finden der Arbeit, die ich tue, egal was ich für ein Produkt habe oder für einen Menschen vor der Kamera habe, das tust du nicht 5 Jahre mit über 2000 Videos, wenn du nicht im Ganzen deinen Charakter geben würdest. Mhm. Und dass er dann akzeptiert hat, das ist natürlich dann doppelt schön. Genau. Und es ist immer noch nicht der Tag gewesen, wo mehr Abonnenten weggegangen sind, als sie dazugekommen sind. Das wollen wir auch mal sagen. Ich hoffe, die Lotterie passt. Servus, lieber Tobi, und ganz liebe Grüße an alle Zuschauer, Fans, Follower von dir. Günther Hartmann hier. Ihr kennt mich aus den Videos mit Itineo, Drima, Florette Panama, von Reisemobil Hartmann aus Lünen. Ja, ein verrücktes Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Eigentlich sind es ja schon 2 verrückte Jahre. Mein Highlight eigentlich, wie immer, Caravansalon Düsseldorf. Hat richtig Spaß gemacht, alle wiederzusehen. Schönes Wetter. Geil. P1, gemütlich sein. Mein zweites Highlight, tatsächlich die Geduld der Kunden bei dieser verrückten Lage mit den aktuellen Lieferzeiten. Schön. Ja, und das ist eigentlich mein Anti-Highlight gleichzeitig. Die Lieferzeiten im Moment verrückt. Habt Geduld, bleibt gesund. Schöne Feiertage und kommt gut ins neue Jahr.
Er hat alles gesagt mit wenigen Sätzen. Da sollte ich mir mal ein Beispiel nehmen oder ein Training beim Günther. Mhm. Ja, gehen wir zu ihm. 2 Wochen. Ja, da könnten wir alle hingehen, weil das ist schon kurz prägnant, aber aussagekräftig. Hat alles gesagt und 3 Sätze. Macht immer Spaß mit ja. den seit Jahren. Und auch P1 interessant. Ja? Highlight, ja. Du hast mich vorhin gefragt, ich bin ja wieder ausgewichen, habe mit dem Negativen angefangen, aber klar, das ist jedes Jahr das Highlight, das ist der Hammer. Und hier steht das Räuchermobil, auf das muss ich auch noch kurz kommen, beim zweiten Highlight, aber ihr seid jetzt auch gleich dran. Ja, du, jetzt, wenn du dir eins rauspickst. Was? Highlight. Ohne die grenzenlose Liebe zu deiner Frau. Geschäftlich. Geschäftlich? Oder menschlich. Oder, ja, dein geilstes Ding dieses Jahr. Wo du sagst, bam. Also ich bin jetzt ganz ehrlich, das ist eigentlich die 365 Tage ist mein Highlight. Weil ich, wir sind ja, ihr wisst, relativ neu in dem Geschehen und so wie ihr uns aufgenommen habt, wie ihr uns angenommen habt und natürlich auch die Arbeit, wo wir euch bieten dürfen, ist genau das Highlight für mich, weil das so funktioniert hat und eigentlich, sind wir mal ganz ehrlich, ja viel besser funktioniert hat, wie ich mir das ausgemalt habe, weil man macht ja, wenn man so eine Firma gründet, erst einmal einen Businessplan und dann guckt man ja mal, wo ist man in 2 Jahren, wo ist man in 3 Jahren, wo ist man in 4 Jahren und das hat ja alles über den Haufen geschmissen, also das ist ja alles ganz anders eingetreten und das ist genau mein Highlight, dass das so passiert ist und da danke ich ja. jeden Tag, wenn die Sonne aufgeht. Kannst du auch. Ja, ja. Nein, es ist genau ist, das ist, machen die Leute aus. Ja, ja. Man kann alles auch, man ja. lernt dadurch auch alles verstehen intensiver. Ja. Also wir hatten ganz oft Momente in dem Jahr eben, wo wir dann abends dann alles auswählt, Leute, die Mitarbeiter waren weg, Tür vorne zugesperrt, saßen wir dort und haben uns angeschaut und haben gesagt, Gott, was haben wir gemacht? Ja. Aber positiv. Ja, ja. Weil wir das so nie gedacht hätten. Wir haben, ja, wir haben ja immer gedacht, wir stellen vielleicht 1 oder 2 Leute ein, aber dass es jetzt so extremst auf uns hereinstürzt, er hat es uns prophezeit. Wir haben nicht auf ihn gehört. Da bin ich nur so stolz drauf. Ja, das stimmt. Du hast das vor Anfang an gesagt, aber ich muss auch sagen, was du mir nie verraten hast, dass man so viele tolle Menschen begegnet. Und das war wirklich auf der Reise in dem Jahr. Dieses Positive, das ist schon extrem. Das zieht sich ja mehr Positives wie alles andere durch. Ich meine, viele, viele Kunden sind ja wirklich schon fast Freunde geworden. Und das ist halt das Schöne. Und ich meine, die kommen jetzt hier extra. Wir haben das Camper-Treffen mit dir veranstaltet. Da warst du unser Moderator und wir haben das Camper-Treffen gemacht. Und das waren ja alles unsere Kunden, die da waren. Wir alle nervös vorher, Wochen vorher. Und ich habe immer gesagt, lass die kommen und das passt schon, das wird schon. Die lassen wir zusammenstehen und das ergibt sie von selber. Meine Körperhitze war bei 60 Grad, aber bloß weil mein Puls so extrem geschlagen hat und das Blut da durchgeschossen hat. Die Leute waren so geil. Ich war mega nervös, aber es war ein mega geiler Event und allein wo der eine Kunde aufgestanden ist und gesagt hat, Mensch, jetzt ergreife ich einmal das Wort und danke, dass wir da sein dürfen. Ja. Ja. Boah, da steht mir heute nur die Gänsehaut auf und dafür sage ich lieben Dank und dafür sage ich nur 100.000 Mal danke und mache einen Kniefall, weil das ist mein Highlight, dass das so ist. Hast du schön gesagt, darf man ruhig so sagen. Ja, das ist so. Jetzt hast du mir mein Highlight weggenommen. Entschuldigung. Weil das Camper-Treffen war mein Highlight. Weil das ist ja dein persönliches. Ja, das war unser sowieso. P1 ja, aber ihr ist habt wieder was ja, anderes. Wir haben ja, ich meine, unter uns drei, ihr habt ja immer so ein bisschen, weil ich habe ja schon die Panik gekriegt nach einer Woche, nach die ersten 50 Anmeldungen. Du hast bei der Planung nach 5 Minuten schon Panik gekriegt. Und dann habe ich mir so gedacht, oh mein Gott. Nacht um 1 bei euch im Garten. Und nach 2. Ja, Gin Tonic geschuldet. Und dann nach 2 Wochen habe ich gesagt, Auszeit. Und. An dem Sonntag, nach diesem Camper-Treffen, bin ich an dem Sonntag um 4 oder was nach Hause gefahren und ich war kaputt. Ich war kaputt, aber so positiv kaputt, mein Kopf war kaputt. Nicht, dass ich körperlich kaputt war, weil die Arbeit war ja nicht schlimm. Aber das war so, ich weiß nicht, es war, man möchte ja den Erwartungen, man weiß ja nicht, mit welchen Erwartungen kommen die Leute. Weißt du, es kann ja auch so viel passieren immer. Genau, aber das war so lustig. Wir wollten ja auch, dass die Leute alle Spaß haben, dass das ja positiv ist. Ja, aber da hatte jeder seinen Teil mit beigetragen. Ja, du musstest da jetzt ein Kasperl machen. Nein, und obwohl das Wetter dann uns so ein bisschen im Stich gelassen hat, aber selbst das haben wir hingekriegt. Und auch hier, ich sage jetzt mal in der Gemeinde, ob das unser Bürgermeister, also der Mann von diesen Bürgern, mit seinem ganzen Team, es haben alle mitgeholfen, es haben alle mitgemacht, jeder hat Spaß gehabt.
ja, es war einfach perfekt. Und das war mein Highlight, weil ich gedacht habe, am Anfang, oh Gott, was machen wir hier? Hoffentlich schaffen wir das. Und es war so schön. Mhm. Und auch die E-Mails, die danach gekommen sind, die Telefonate und Danke. Und es war, ja, also es war wirklich, also wie gesagt, und deswegen ganz 26. bis 29. Ja, wenn es am schönsten ist, sollen wir aufhören. Nein, aber es geht nicht in Mikras. Wir machen weiter. Wir sind ja noch nicht am High Point. Also, hallo, da geht noch also, ganz nee, ganz nicht aufwerten, genau. Wir legen jetzt nochmal eher. Ja, ja. Baut also, es mehr. Wir möchten nee, dürft, das. Ihr dürft dieses Jahr mehr machen. Ja, nächstes Jahr. Wir haben die genehmigt. Wir müssen jeden Morgen gegen Mika beten. Nein, aber ich den wollte ich immer schon mal loswerden. Entschuldigung. Aber irgendwann zeige ich euch das Bild, wie er das wirklich macht. Nein, das darf man nicht. Er war auf dem Teppich und hat gegen Mika gebetet. Ja, auf deiner Fußmatte, genau. Zum Schluss. Nein, aber nächstes Jahr machen wir das. Nächstes Jahr kriegen wir das hin. Dann fluten wir Dingelsbill mit Wohnmobil. Das war auch am Tag danach, glaube ich, wo wir das da draußen, wo wir so einen Spaß gehabt haben. Genau, am Abend der Veranstaltung. Sonntagabend war das. Da haben wir da draußen in der Sonne gesessen, war mega unvergesslich. Da haben wir so ein kleines Revue passieren gemacht. Ja. Und das passt jetzt zum International Charakter. Den haben wir noch gar nicht gehabt, aber ich habe einen Stargast. Du hast einen. Der sich es nicht nehmen hat lassen. Oh ja. Jetzt nicht gleich durch diese Tür zu kommen. Der Arme wäre auch schon erfroren vor der Tür. Das stimmt. Sondern. We are so cloud, proud to present, der Glühwein, der wirkt schon. Mr. Andrew Ditton uns ein Video geschickt. Andrew! Und da muss ich jetzt, Stopptaste, Moment, ich komme gleich rüber, ich muss erst die Kamera schwenken. Verdecke ich die beiden. Macht nichts. Achso, ja, das ist ja eine gute Idee mit dem Mikrofon, du mein lieber Schieber. that's a special for the community. Hallo Leute, das sind Andrew und Dougal, Agus Dougal, das ist Galis. Wir wünschen Ihnen eine frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr. Ja, er lächelt nie. Es ist so, so great, fantastic. Andrew grüßt uns geil. Mit einem netten kleinen Video. Du hast jetzt so einen Text gehört. Ja, aber das hat schon gereicht. Das hat schon gesehen. Aber wunderschön. Ist echt süß. Klar. Ist echt süß. Oh, ist schön. Für uns auch so ein Highlight. Das ist halt einfach. Ja. Ja, ja. Das naja, ist was sagen wir? Wir müssen es nicht erklären. Ihr kennt ja die Leute auch schon aus dem Dunstkreis. Und das Schöne ist. Ja, Entschuldigung. Der schönste Wohnwagen. Ja, absolut. Auf dem B1. Ja, absolut. Sascha hat den längsten Wohnwagen. Den schönsten. Ist das nicht du? Geht nicht ohne. Er hat ein Wohnmobil. Achso, mit dem Wohnmobil. Ich meine auch nicht den längsten. Alter. Ja, aber jetzt? Hey, Oklahoma Auszeit. Ja. Ihr habt Sachen drauf. Aber weil wir gerade beim längsten, beim Sascha sind. Hallo zusammen, ich bin's, Sascha von Wir sind Camper. Sascha! Das letzte Jahr war für mich ein wirklich spannendes und ich danke allen, die mich dabei unterstützt haben. Es ist so viel passiert und auch für das Jahr 2022 habe ich schon viele neue Projekte. Also seid wirklich gespannt. Und auch ich wünsche euch auf diesem Weg ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022. Macht es gut und bleibt gesund. Euer Sascha. Schön. Danke, Sascha. Ja, das sind jetzt so diese Stationen, Pfeiler und es gäbe, wie gesagt, hunderte mehr. Zwei kommen noch. Ohne die es einfach nicht geht und die das Netzwerk auch wieder bestätigen, auch auf der YouTuber-Seite, dass es miteinander geht. Wo machst du gegenseitig Werbung für Abonnenten? Abonniert den Sascha. Sascha, wir lieben dich. Und definitiv. Also Sascha, wir sind Camper, ein mega toller Kanal mit ganz vielen tollen so ein Typ, Dingen, wo er vorstellt und wo er abfilmt. Und auch er als Mensch auch mega toll. Also ja, die Family dahinter. Wenn wir können ja dahinter schauen. Genau. Und jeder lässt es auch zu, absolut was er zeigen top. Will. Aber ja, bis hin zum Hund. Einfach wirklich, kann man von Herzen sagen, schön, dass es euch gibt. Ja, definitiv. Absolut. Schöne Weihnachten. Und sowas von einer Grund, das muss ich dir auch mal sagen, Sascha, jetzt hier unter vier Augen, sowas von einem grundehrlichen, lieben, aufgeschlossenen, sympathischen Typen, das ist jetzt fast der Heiratsantrag, aber wer weiß, wie ich es meine, findet man selten. Bleib so, wie du bist. Das stimmt. Sorry. Absolut. Ist so. Ja. So. Hast du noch jemanden?
Ja, ich habe noch einige. Der Herr Fanverwen lässt sich entschuldigen, dem habe ich Deadline gegeben. Wir mussten die Sendung aus praktischen Gründen jetzt aufzeichnen. Wir wollten aber einfach noch ein bisschen mit euch quatschen. Liebe Grüße, Ehrensache, guckt bei ihm noch, der schickt euch dann auch selber noch was durch und alle anderen, ob das stellvertretend der liebe Alex von AirTune ist, auch dieses Netzwerk sei nochmal erwähnt. Alle Partner, sage ich nochmal herzlichen Dank für die Treue. Viele schon im zweiten Jahr, die mir das ermöglichen, für euch rumzudüsen. In allererster Linie jetzt seit 1.11. Auch die Partner vorher waren alles tolle Zeiten, aber ich bin jetzt irgendwie auch nicht nur bei euch zu Hause angekommen, sondern ja auch mit dem, was mir persönlich am meisten taugt, sagt der österreichische Einschlag ein bisschen. Und fühle mich da schon sauwohl. Und ihr seid die ersten Gäste hier bei mir. Ich muss aber auch sagen, es ist schon geil. Aha. Es ist schon echt geil. Entschuldigung. Also, das ist schon echt gemütlich. Ohne hier jetzt irgendwie Partei oder. Aber es ist schon geil. Macht also, Spaß. Ja, ist schon. Ja, da könnten wir sogar noch. Naja, ich sag's mal, drei könnten hier noch dezent Platz nehmen. Oder? Ja, ohne Probleme. Also, es ist hier schon ein kleiner Palast. Also, es ist schon. Ja, ja, der Tobi. Da wären wir auch bei dem Thema, glaube ich, jetzt zum Schluss hinaus, oder? Keine Ahnung, wie spät oder wie viele Minuten das jetzt sind, aber ich schätze 20, 25 kann machen. Wird halt mal länger wie von. Ist ja egal. Wurst, wir wollen ja 3 Stunden machen. Eben. Ja, wir machen die Weihnachtstour, trotz aller Prognosen und Geschichten und so weiter, weil das lauter erwachsene Menschen sind. Wir werden uns nicht mehr als das, was dem Respekt gebührt, verhalten. Genau. Mit 10 Leuten und hin und her. Wir haben ja von Anfang an gesagt, wir sind unterwegs und wer sich anschließen mag, der parkt für sich neben uns und wir werden nicht mit 30 Leuten in einem Wohnmobil sein. Definitiv nicht. Max mit 2 und draußen irgendwie und alles den Regeln entsprechend veranstalten. Das sei nochmal dazu gesagt, aber wir nutzen die Gelegenheit, weil ja, solange uns das touristische Reisen nicht behördlich untersagt wird, die Stellplätze offen sind, machen wir das einfach. Ja, unsere Auszeit im Jahr und Ende, da müssen wir uns nicht weiter dafür rechtfertigen. Nein, es geht ja nur um die Kontaktbeschränkung, die halten wir ein dementsprechend. Genau. Und wenn, dann steht man ja im Freien und da kann man ja trotzdem auf Abstand zusammenstehen. Richtig. Überhaupt kein Problem. Ein paar Anmeldungen gibt es. Und wenn ihr dann auch kurzfristig nicht kommt, wir haben da vollstes Verständnis. Gar alles gut, alles weil gut. Wir können die Lebkuchen auch selber essen. Wir sind auch keinen persönlich beleidigt. Und den Glühwein trinken wir auch schnell aus, haben wir jetzt schon bewiesen. Das ist was wir schon trinken. Den geht's wieder Glühwein. Läuft. Alles alkoholfrei. Was? Genau. Ach, das ist das. Aber ich muss noch ganz kurz was sagen. Ich muss mich ganz recht herzlich bedanken. Im Namen natürlich von Gesamtmiga Caravan für diese tollen, selbstgebackenen Plätzchen aus Nürnberg, dem mitgebrachten Fisch aus Rügen, den Socken aus Garmisch-Partenkirchen. Die Gurken aus Rügen und beim Wahnsinn. Wir haben bekommen italienisches Lunchpaket aus Stuttgart. Also allen ganz, ganz lieben Dank. Also wir können 2022 definitiv weder verhungern noch verdursten. Also wie gesagt, also hat uns echt überrascht und mega. Also wie gesagt, da drin steht so viel Essen. Ja, danke. Und das muss aber auch alles gar nicht sein. Nein. Teilweise ist es wirklich so, dass, also ich sag's jetzt auch in meinem Namen, das ist so, so lieb, dass du damit teilweise wirklich nicht umgehen kannst, dass ihr euch da Arbeit macht, Kosten macht. Ja, ist das wirklich ist so. Im Herzen da, aber es ist wirklich, es ist super schön, aber es ist immer, jetzt, ich krieg jetzt, immer jetzt, ein Pipi halt, in die Augen. Halt, stopp, aber jetzt hör auf, weil sonst kriegen wir nichts mehr. Ja, es ist ja alles gut, es ist ja alles schon an. Es ist ja alles Nein, schon, es setzt ja schon an, es fängt ja schon anzusetzen. Das ist ja das Problem. Ja, aber die Gummibärchen liebe ich schon, die wir immer kriegen. Ja, stimmt, Gummibärchen, ach, alles mögliche, geil. Wir haben so viel gekriegt und auch die ganz, ganz liebe Weihnachtspost. Ah, ganz, total, ganz lieb, mega, also echt schön. War echt schön, wirklich. Ja. Und ist immer noch schön. Und eure Mannschaft grüße ich, ihr macht es immer so toll, dass ihr eure Mitarbeiter nochmal ganz persönlich einbindet. Das sage ich in diesem Fall ich kenne sie ja auch alle irgendwie und bin ja hier der ab und zu mal vor der Tür steht. Und schön, dass es die Leute gibt, ohne die Leute geht es nicht. Ohne die Jungs ging es gar nicht. Wäre mir gar nichts, habe ich auch schon und halt, gesagt. Stopp, also ihr sagt jetzt Jungs, aber ich muss sagen, Mädels, wir haben jetzt mittlerweile Mädels im Büro und danke auch an die Mädels, weil wenn die Mädels nicht wären, würde ich ja nicht sitzen können, weil ich da drin so viel Arbeit hätte, dass ich gar nicht mehr rauskommen würde. Also wie gesagt, danke an die ganze Mannschaft, Miguel Caravan. Ihr seid die Besten und wir freuen uns auf ein gemeinsames Jahr 2022 und macht's weiter so. Und was, wenn wir noch nie gegrüßt haben? Wen? Wen?
haben wir echt noch nie gemacht. Und okay, ich finde das ja total wichtig. Das ist ja eigentlich die grundlegende Geschichte, dass ich natürlich hierher komme, ist ja klar. Die grundlegende Geschichte, dass du hierher kommst. Ich grüße persönlich die beiden Mika-Hunde, Lilly und Becky, weil das ist immer das Erste. Drücker hier, Drücker da und dann einmal kurz die Hunde hier. Ja, meistens sind es erste Hunde. Ja, ihr müsstet mal das Bild sehen. Das ist schon wichtig auch für den Betrieb. Dann sitzt Camper Tobi am Boden in unserem Büro mittendrin und zwei Hunde auf ihn drauf. Ja, das ist, ich bin halt ein Hundemensch und das passt auch zu euch. Auch die zwei Pappnasen passen zu euch. Die sind ja echt so irgendwie. Ja, voll geil. Die sind schon was Besonderes wie ihr auch. Und in diesem Sinne. Ja, sind wir alle irgendwie was Besonderes und machen wir das Beste daraus und wünschen wir uns gegenseitig ein gutes neues Jahr. Genau. Und das kriegen wir hin. Ja, klar. Ein tolles gemeinsames und voller Elan und Euphorie und Glühwein. Und es kann nur besser werden. Ja. Also ich sehe dem Jahr 22 mit ganz, ganz positiven Augen entgegen, weil ich weiß, dass da ganz viel Positives passiert. Wir haben ja schon vieles im Köcher und sei es unser Camper-Treffen, sei es die neue Halle, wo entsteht, sei es und. Also da wird so viel Tolles passieren. Ach, also nächstes Jahr um die Uhrzeit und dieses Datum müssen wir das Video dreimal so lang machen, weil so viel Positives passiert. Wir fangen einfach irgendwie mit dem Adventskalender am 1. an. Ja, genau. Unser Adventskalender, ja, schön und danke. Ja, aber er war es war für uns ist das auch ein Highlight. Das, ob da jetzt 200 oder 900 Klicks drauf sind, das ist schön gewesen, dass wir diese 3 oder 4 Stunden da miteinander den Quatsch gemacht haben. Das gehört irgendwie dazu jetzt schon, auch wenn es der zweite war. Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, der Adventskalender war ja so schön, weil den hat es ja so süß gemacht. Ja, total. Also. Das sind ja Szenen dabei, da verliebe ich mich in meine Frau immer wieder neu. Also, ja, vor allem so oft hat er schon lange nicht mehr gesehen. Ja. Also so bewusst, nicht oft schon, aber bewusst. Oh, der hat geleuchtet hier. Ja. Und danke, dass da auch ein Hund, ein ganz besonderer, uns geholfen hat bei dem einen Special Take. Ja, das wohl war. Ja, sensationeller Hund. Der Hund war toll, war aber echt ein braver Hund. Gibt er jetzt keine Tipps ab? Ja, genau. Nee, mach ich nicht. Und der Michael hat auf der Weihnachtstour frei. Es ist Urlaub. Ich sage euch das jetzt nochmal als guten Freund von den beiden. Der nimmt kein Werkzeug in die Hand, der hat keine Beratungsgespräche, also ergibt sich irgendwie aus, weil wir halt gerade nichts Besseres haben, über das wir reden können. Der kann keine Supersense checken und keine Dichtungen mitnehmen. Es ist einfach ein privater Ausflug. Und der sei Ihnen auch von Herzen vergönnt. Ich habe noch nie jemanden so malochen sehen wie die zwei die letzten Monate. Und das sei wirklich. Ich schenke Glühwein. Ich komme mir immer schlecht vor, wenn ich Freitagnachmittag 5 Stunden penne in meinem Auto. Ich weiß auch nicht warum. Nein, Quatsch. Das sag ich mal, mach doch das Rollo zu. Ja, mach doch hier zu. Dann fühlst du dich nicht gestört. Stimmt außerdem nicht. Nein, magst du ja auch nicht. Prinzipiellich. Nein, dann müssen wir ein bisschen ausmachen. Auf uns. Auf euch. Besinnliche Weihnachten und ein tolles 2022. Möge die Liebe mit euch sein. Aus Dinkelsbühl, Mikasbühl. Prost. Prost. Mhm. Das ist sogar kalt gut. Der ist lecker. Das schmeckt wie Rosenthaler Kardeiner. Der ist richtig lecker. Wim und Wendelin. Da könnt ihr euch drauf freuen. Auf Türke. Türke? Ah, das habt ihr im Erzgebirge nicht sehen können. Nee, dafür kennen wir den Frank Schöbel, den... 48 Minuten, Mutter!